Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Asien TG, wo wir dann die Java GDK an den Unimouser richtig installiert haben. Können wir die erste Kei am Unimouser schaffen, für Basics zu sehen, wie benutzen ich den Unimouser als Programm. Wir gehen nicht viele Details von Java-Elementen, aber es geht im Moment, wie welche Knöpfe ich muss strecken, für was zu machen. Ja, das ist der Fenster, den ich aufmache, von der Starten, ein erstes einfach die meisten Leute. Sollte man als direkt hier an den Toolbar, ich hoffe, dass ich weiß, was das ist, das sind die kleinen Knäppchen, das ist ein Toolbar, der ganz wichtig ist für uns, als der Run. Mhm. Das haben wir noch gesehen, das besser, das steht. Das ist noch die Standard-View für das Schaffen. Voilà, ich sage, was ihr möchtet, als eventuell das File-Menü. Mhm. Immer für den Nebenhand, was ihr braucht, für was, wenn es dem da ist. Ja. D'accord? Ich will ein Projekt saven. Unbedingt speichern. Ja, okay. Ein plakische Projekt fängt doch so an, ne? Ja. nicht lange in das Basteln. Ne? Weil wenn ab schief geht, hat er alles verloren. Ja, das ist halt speziell, ne? Das Projekt muss also ich gespeichert. Den ganz berühmten Spruch, save often, save early, spielt hier ein riesiges Rock. Ja. Die das Spiel kennen, haben wir schon verstanden. Ja. Und dann gehen wir hier noch ein Num. Testing Project. Das ist ein Projekt, Num. Ich kann noch am Französisch sehen, ob Deutsch, hängt von der Angabe von eurem Projekt. Ja, es passt an dir von der Asien High Spiel. Sollen nicht unbedingt am Mac, am Windows, das das erlaubt, ja. Linux auch. Normalerweise möchte ich dann ein Underscore schon nicht mich ein. Muss das war. Ja, ich spiele kein Grund. Voilà. Der Projekt wird nächstes Mal nur mit der Programmation zu sehen. Mhm. Saven. Der Projekt steht auch oben, gesagt. Ja. Voilà. Fängt mal an. Das ist als Objekt. Wir fangen nur mal an der Klasse. Ja, Klasse als Basic. Gesagt ihr noch, viel knapper als die Gode, heute vergisst man, brauchen wir nicht, heute ist der Text mehr groß, heute noch den Menschen, der momentan wirklich aktiv ist, steht auch immer dabei, Add a Class. Klickt mal, ich muss jemanden umgehen, an diesem Fall zum Beispiel The Ball, auf Englisch, große B, immer ein bisschen mehr spät, der Rest kann ich nicht tun, Java da close mal, Main Method kann immer ein bisschen mehr spät, wie das gut ist, wir testen, der Rest nicht ändern, auf keinen Fall. Mhm. Einfach okay. Da kann ich, hier ist die UML-Repräsentation, haben wir schon ein bisschen näher von einem Ball. Du hast kein Attribut, keine Methoden. Mhm. Und dann stehen dann sogenannte Kommentare. Kommentare sind Informationen für den Programmeur, hier noch Sachen zu beschreiben. Ja, der Kommentar von der Klasse. In diesem Fall der Kommentar von der Klasse. Was möchte mein Programm empfangen? Was möchte meine Klasse? An unserem Kurs ist das eine Obligation für etwas Interessantes, Intelligentes zu schreiben. Ja. Das ist aber nicht immer evident zu verstehen. Da schreiben die wenigstens, um was es geht. Der Nummer von der Prüfung oder so. Also lust nicht, write the description hier, das ist stupid. Ja. Das, nicht okay. Hier will man dann einen kleinen Ball simulieren. Kann auf Französisch oder auf Englisch sein. Nicht Deutsch, die das lädt. Ja. Also Französisch. Wir akzeptieren noch Englisch. Ja. Simulates a playing ball. Ups. Den Arbeiten. Ja. Hier sollte dann noch so, wie das sieht. Wenn das sieht, normalerweise immer so etwas. Wir schreiben dann immer die Nummer Klammern. Die Nummer mit einer Klammern. Dass man nicht gewinnt das. Aha, andere ist nicht proper. Und dann den Hollinger. Olial 132. Olinger Alex. Wie wird denn das verlangt? Als man ihn dann noch print. Zum Beispiel an einem Test und einer Prüfung, dass ich weiß, ist schon da doch gemacht. Es kann nur mal schief gehen. Ja, mehr gesehen, eher ein EM-Code, EM-Benutzernummer. Und das ist nicht immer durch. Ja. Version, Mandat und das ist automatisch. Aber es hat mir immer dabei, man. Ja, schreibt. Du hast nicht mit dem Java zu tun, mit das einfach mit der Klasse, wo das sieht. Das ist eigentlich so interessant, wie du wissen, wo das hier kennt. Ja. Ein, zwei, oder der Kang da ist. Okay. Das ist einfach so. Voilà. Nächster Schritt. Ja, nur im Kommentar. Wir haben eine Klasse. Ja. Nur alle Tab. Nur alle Tab. Weil ich kann schon ab schief gehen. Ja? Voilà. Schon zwar noch nicht viel gemacht, ich speichere auf. Das ist immer der selbste Schritt. Ich speichere. Hallo, muss ich etwas machen, was am Java immer wichtig ist, also ich muss kompilieren. Mhm. Schon zwar noch nicht viel geschrieben. Ich kann auch schon gucken, ob ich überhaupt einen Fehler gemacht habe. Kompilieren als hier oben am Projekt compile. Ja. Oder dafür haben wir halt die Knöpfe schon geholt. Das ist den heute. Genau. Da steht auch da Compile und ich kompiliere. Kleiner Tipp, das ist nicht die geringe Knöpfchen. Nee. Weil eine kleinere Marke, die ob die sie schon mal ein bisschen Java programmiert tun. Ja. Das dort noch der Run, der geht nicht. Also vergiss den für den Moment, benutzt den anderen. Ja. Und dann sieht auch hier, den ist ein bisschen ähnlich, geht das ein Double rum.
Ja. Dann auch mit dem Doppelklick haben wir auch hier Sachen mehr. Das sehen wir noch in 2 Minuten. Ja, dann müssen wir spät. Das ist, den ist auch wichtig, den wir nicht vergessen. Wenn wir Statuen haben, das ist klar, das ist fort. Nee. Ja. Schon einfach irgendwo haben Wasser geklickt. Ja. Ich weiß nicht, ob Ball zu klicken. Mhm. Ja, voilà. Das sind wir mal. Ja. Voilà. Und wieder gemerkt, hier oben, die Knapperschienen oben mal aktiv gehen. Okay, also heute Beschreibung von dem Ball. Ball, ein Attribut, geht das du. Ja, was muss ich wissen über den Ball? War sehr Radius. Sehr Radius. Der blaue Knöpfchen hat ein Field. Ja. Okay. Das ist den englischen Nummer für ein Attribut. Am Englisch steht noch Attribut. Wie viel das durch historische Grund. Voilà. Ich gehe nicht mehr um. Abgepasst, das ist immer ein Substantiv. Radius auf Englisch, ohne es passen. Ohne Umlaut oder Akzent. Das ist verboten. Geht nicht mehr sehr drüber. Den Typ, das müssen wir wissen, wer das. In diesem Fall würde ich 1,12 mehr Radius. Ja, könnt ihr aus der Lösung rauswählen. Die meisten können auch in die Lehre gehen. Halt gefunden, Stippennummer. Das ist immer private. Immer, egal was geschieht, das ist immer private. Und da haben wir noch Möglichkeit. Kein Java-Doc, außer die wird wirklich intelligent Kommentare schreiben. Wenn nicht lustig, dann lieber weg. Und dann haben wir hier Getter und Setter. Wie soll ich das erklären? Am Anfang sind das Methoden, haben wir schon ein bisschen davon gesprochen, die dann den Attribut irgendwie ändern oder lesen. An der Angabe steht meistens geschrieben, ob man die brauchen oder nicht. Wenn das an der Angabe steht, dann macht sie heimat da. Direkt. Ja. Geht nicht hin und macht sie per Hand, weil da sind Fehler vorprogrammiert. Ja. Und ich muss erlaubt, ich will das automatisch zu machen, gebraucht das von Schliff. Ja. D'accord? Und dann einfach okay. Da habe ich automatisch ein Attribut, private, und automatisch mit 2 Methoden, ich lese meinen Radius und ich definiere einen neuen Radius. D'accord? Okay. Methoden sind immer public. Ja. Nicht lange diskutiert, dass das einfach für das Verhalten Attribute private und der Rest ist public. D'accord? Okay. Schauen wir noch. Wir haben eine andere Methode. Ja, ja, ich hab's möchte. Ich hab's mich. Zum Beispiel, ich will. Aha. Compute Diameter. Diameter auf Englisch. Wie ihr merkt, ich trenne wieder mit Großbuchstaben. Also einen hin. Compute als Verb. Methoden sind immer Verben. Guck mal ein Kehr. Ein Typ, ja, die Rechentappe ist für mich. Schon noch ein Resultat. Und das auch immer ein Komma 12. Wir kommen noch zu sagen, ein Kehr zurück. Kein Kommentar. Ich brauche auch keine Informationen zu gehen. Einfach weiter. Computer. Voilà. Wenn ich das hier will, machen. Ich mache keine Rechnung. He? Ich will auch keine Rechnung machen. Wenn ich speichere, dann ich kompiliere. Nicht vergessen. Speichere und dann da kompiliere. Da kann ich halt direkt einen Fehler melden. Wir gucken das mir spät, was das wirklich bedeutet. Wir das tun als Reflex. Ich muss etwas rumgehen. Return Reise. D'accord. Wir gucken das noch im Detail. Und ich meine dann direkt Wert dran. Sonst können wir einen Fehler. Das tun also einfach für Sachen zu vermeiden. Speichern, kompilieren und so fort. Okay? So, tun wir ein bisschen gesehen. Also, du hast kein Klass gemacht. Ein Klass. Du hast ein Field, respektive ein Attribut erstellt. Du hast Getter Setter angeklickt, dafür sind Getter Setter Methoden reinkommen. Voilà. Und du hast eine neue Methode gemacht, die etwas rumgeht. Voilà. Und das ist ein Fall und Tabak. So. Haben wir eine andere Methode noch dabei. Das du hast noch möglich, wenn du bis fertig ist. Eine neue Methode. Das kann ja, will ich einfach ein... Du brauchst mich groß machen, oder? Boah, zum Beispiel mich groß machen. Make bigger. Wer? Das kein Resultat. Ein ändert just. Wenn ändert dann der Prozent, ja. Wie groß soll der Ball gehen? Voilà. Prozent. Wie groß? Parameter fangen wir dann an P an. Da sind wir mit Späten eigentlich. Ja, P. Percentage. Das ist ein Typ. Wow, das ist ein ganz 12. Ja, zum Beispiel. Ganz 12. Integer. Integer. Abgepasst, wichtig. Den Add natürlich. Ups, ups, muss ich das zwei gemacht. Voilà. Dann einfach Remove. Okay. Da gehen wir nicht drin. Auf keinen Fall, weil es kein Fehler. Schau mal, Doc, außer ich will etwas Interessantes sagen. Sonst lassen wir den auch weg. Und dann einfach, okay. Der ist schon nur eine Methode gemacht. Nächstes Rum. Ich hätte auch keinen Apps machen. Parameter als Angang. Es geschieht etwas, was da anders gemacht. Rum, ich habe es gemacht. Speichern, kompilieren. Kein Fehler, kann ich weitermachen. Ja. Also, der letzte Element hier.
die ist wirklich auch interessiert, dass den Lohen. Ja, der sogenannte Konstruktor. Das ist ein Konstruktor. Spezielle Methode, ja. Das ist eine Methode ohne Typ, der Retour. Konstruktor, wie du nun siehst, konstruieren, Konstrukteur, erbaut ein Objekt. Erbaut ein Objekt. Wir kommen noch ein bisschen darüber zurück. Parameter, wo muss ich ihn haben, kann ich ihn haben, wann ihn hat, als meistens ein Attributwert zu definieren. Das meistens wird ihn dann dran gestellt. Ja, und der Ball entsteht, hat er schon einen gewissen Radius. Ja, schon ein Ball. Voilà. Das Ball ohne Radius. Ja, das ist ein Punkt, ja. Soll Ball sein, ja. Ja, will man nicht. Hm. Voilà. Und da kann ich den noch Sachen füllen, zum Beispiel to do add constructor code. Das gebrauchen wir auch auf 2013, wenn ich mehr Klassen habe, das sind die, was ich dann noch behalte. Es gibt auch Programme, die das gut machen. Nicht bin schafft mit dem to do, und dann kann ich ihn löschen von alles, was nicht übrig ist. Okay, dann guckt ihr schon hier den UML-Klassendiagramm ein bisschen rum. Ja. Alles darf einmal gemacht, wo steht hier? Attribut. Der Strich. Der Strich. Und da kommen und Methoden. Methode. Respektive der Konstruktor. Der Konstruktor gehört dazu. So. Und das ist immer bar. Default immer alles. Schicht offen, ja. Die Symbole hier, der Minus ist für private. Das kann du mal den nächsten fangen außerhalb. Und der Plus für public. Das kann alles lesen. Aber das ist nicht, wenn man nicht versteht, was man hier schwätzen, private, public, das könnte nicht später. Das wichtig ist, ihr könnt hier mit diesen Elementen schaffen. Ja. Speichern, kompilieren. Ja. Das ist nur alle Etappe, Der macht ein neues Element dabei. Einfach kompilieren. Na? Und da könnt ihr mir nicht zurückholen, weil sonst wüsste ich noch nicht, wo der Fehler gemacht hat. D'accord. So ist das halt nicht viel. Saven, Project Saven als neu, das geht nicht extras. Ja. D'accord. Voilà. Der Rest. Den heute könnte eventuell interessant sein, wenn du, wenn ich ein Problem habe, ich weiß nicht, wie viel ich kann die löschen, dann fast kompilieren. Das ist aber ein neues Beispiel, nicht unbedingt nicht. Ich glaube, du siehst, gesehen, dass man nicht bin, wer dort mir hoffen, den heute noch ist die wichtigste. Wunderbar. Voilà. Das ist die Menge Nummer 1, ein einfach Klass erstellt. Wir haben noch kein Code geschrieben, aber wir haben uns ein Klass erstellt, wie ich das am Uni muss machen, vom praktischen Standpunkt aus. Voilà. Der Schreiber, da kann ich schon dann all die anderen Beispiele darüber basieren. Also man kann es mal nur ein Beispiel auftippen. Ja. Voilà. Okay, mein Junge, so ein Schmerz wird nur lauschen und dann wird nichts gehen.